Die deutschen Hotelsterne. So gut wie jeder kennt sie, fast alle vertrauen darauf. Doch immer wieder machen Gäste negative Erfahrungen mit klassifizierten Hotels. Wir machen Stichproben. Das ist unmöglich. Das Zimmer ist klein, schäbig und völlig verplant. Vergeben werden die 1 bis 5 Sterne vom DEHOGA, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Rund 8.700 Hotels sind klassifiziert. Doch Insider sagen, bei den Bewertungen werde geschummelt und getäuscht. Die Kontrollen sind viel zu lasch. Als Hotelier kann man da problemlos tricksen. Wir entdecken Hotels mit Sternen, die nach den Prüfkriterien eigentlich keine haben dürften. Oder die mit falschen Sternen locken, ohne dass der DEHOGA etwas dagegen unternimmt. Wir werden dazu keine Fragen beantworten. Und warum nicht? Darf ich Sie bitten zu gehen? ZDF Zoom will wissen, kann man den Sternen trauen? Oberfranken. Hier sind wir mit einem jungen Paar verabredet. Ramona Büttner und ihr Freund haben eine Städtereise gemacht und bewusst darauf geachtet, dass ihr Hotel DEHOGA Sterne hat. Sie haben ein 3-Sterne-Hotel gebucht. Mit welcher Erwartungshaltung? Wir wollten ein mittelklassiges Hotel eben haben. Kein Luxus, sondern einfach nur ein sauberes Hotel. Mhm. Und was haben Sie bekommen? Das genaue Gegenteil. Die Vorhänge waren dreckig gewesen, die Wände. Es kommt häufiger vor, es kommt sogar sehr häufig vor, dass sich Kunden darüber beschweren, dass in den Hotelbetrieben, egal ob es 3, 4, 5 oder auch nur 1 Stern ist, bestimmte Dinge einfach nicht in Ordnung sind. Warum? Man müsste doch denken, es hat Sterne, dann muss es bestimmte Kriterien erfüllen und deswegen ein gutes Hotel sein. Nein, danach kann man sich nicht richten. Es geht zum Beispiel darum, dass bei 3-Sterne-Hotels grundsätzlich in allen Zimmern des Hauses eine Dusche und WC im Zimmer sein muss. Und es wird einfach vorgeschrieben, dass bestimmte Standards da sein müssen. Ein Spiegel, ein Schrank, eine Kofferablagemöglichkeit, Kleiderbügel und so weiter. Ob die Kleiderbügel verbogen sind oder nicht, spielt dann eigentlich keine Rolle. Ein System, bei dem das reine Vorhandensein von Ausstattung also deutlich vor Qualität gehe. 3 Jahre laufen die Klassifizierungen, dann müssen sie erneuert werden. Doch die 270 Prüfkriterien seien in vielen Bereichen äußerst schwammig formuliert. Es wird zum Beispiel gesagt, die Möbel dürfen nicht verschlissen sein. Ja, wann gilt eine Hoteleinrichtung als verschlissen, wann nicht? Das ist nicht definiert. Und das ist so einer dieser schwammigen Begriffe, die völlig frei interpretierbar sind. Der sogenannte Ermessensspielraum der Prüfer. Wobei sich Prüfer und Überprüfte häufig persönlich kennen würden. Denn der DEHOGA vergebe die Hotelsterne ganz überwiegend an seine eigenen zahlenden Mitglieder, für die er als Interessenvertretung agiert. Der DEHOGA besteht aus einem Bundesverband.
und stellt die Gäste auf den rund 12 Quadratmetern vor echte Hürden. Das ist unmöglich, ein Bett einfach so in den Raum reinzufärchen. Man muss hier im Zweifel übereinander klettern, um ins Bett zu kommen. Sportlich. Sportlich, rückwärts einparken. Das sollte man so im Hotelzimmer eigentlich nicht erwarten können. Und schon gar nicht in einem für gehobene Ansprüche. Es war früher mal so, dass für Hotelzimmer eine bestimmte Mindestgröße galt. Dieses Kriterium ist gelockert worden. Und offensichtlich kommt dann sowas dabei heraus. Diese Aufweichung des Systems ist aus Sicht der Hoteliers gemacht worden, aber definitiv nicht aus Sicht der Kunden. Hinzu kommt, das Zimmer ist heruntergewirtschaftet. Schimmel in der Dusche, Haare an den gammeligen Silikonfugen, die Klospülung nur etwas für Fingerakrobaten. Und es tropft von der Decke, den Kalkresten nachzuurteilen seit langem. Wir fragen uns, wieso etwas zu den drei Sternen passt. Schließlich muss in jeder Sternekategorie alles funktionstüchtig, in mangelfreiem Zustand und ohne erkennbaren Renovierungs- und Investitionsstau sein. Wir geben uns zu erkennen. Drei Sterne sind ja definiert für gehobene Ansprüche. Glauben Sie, dass Ihre Zimmer das erfüllen? Wir haben eine offizielle DEHOGA-Klassifizierung. Ja, die erfüllen Sie aber offenbar nicht. Die Zimmer sind klein, dreckig, kaputt. Ich sage nichts dazu. Schriftlich wird es später heißen, man habe auch größere Zimmer und alles komme schließlich mal in die Jahre. Deshalb seien umfangreiche Renovierungen geplant. Wir machen weiter in Hamburg. Bei Städtetouristen ebenfalls besonders beliebt. Diesmal haben wir ein Einzelzimmer gebucht, in diesem Drei-Sterne-Hotel. Das Zimmer ist extrem klein, jedoch gepflegt. Aber dieses Zimmer verfügt über einen gravierenden Mangel. Es gibt hier kein WC. Ein Hotelzimmer, das als Drei-Sterne-Zimmer vermietet wird. Hotelier kann man da problemlos tricksen. Wenn man Schwachstellen vor den Prüfern verbergen will, dann zeigt man denen nur die frisch renovierten Zimmer. Und bei allem, was nicht der Sternekategorie entspricht, sagt man, da können wir nicht rein, ist belegt oder da wird eine Reparatur gemacht. Da haben die Prüfer immer Verständnis für. Und dann bekommt man seine Sterneplakette. Das heißt, es wird gar nicht objektiv kontrolliert, dass man sich alles anschaut und auch mal ungefragt, wo reingeht? Nee, das wird nicht gemacht. Deshalb gäbe es viele Hotels mit DEHOGA-Plaketten, bei denen längst nicht alle Zimmer dem klassifizierten Sternestandard entsprechen. Man kennt sich und man hilft sich eben im Verband. Und da wird dann auch schon mal jemand auf eine bestimmte Sternekategorie hochgehievt, die er objektiv gar nicht erfüllt. Oder wenn einer im DEHOGA aktiv ist oder war, dass der dann seine Sterne behalten darf, obwohl er die längst nicht mehr verdient hätte. Ich habe sogar erlebt, dass die nach 3 Jahren fällige Nachklassifizierung gar nicht gemacht wurde. Da gab es dann die neue Plakette, einfach so, ohne jede Prüfung. Also kann man sagen, die Sterne lügen. Die Sterne sagen jedenfalls längst nicht immer die Wahrheit. Zurück in Hamburg. Hier haben wir ein weiteres Hotel gebucht, das mit 3 Sternen wirbt. Doch schon der äußere Eindruck ist schäbig. Und so sieht unser Zimmer aus. Es ist extrem dreckig und verwahrlost. Der Schrank, reif für den Sperrmüll. Ich würde dieses Zimmer
jetzt schon verlassen, wenn ich nicht noch das Bad sehen wollte. Aber dieses Zimmer kann man keinem zumuten. Und das Bad noch viel weniger. Der Spiegel ist dreckig. Ja. Der Klorollenhalter ist dreckig. Der Bürstenhalter ist lose. Stichprobe. Längst nicht alle Sternehotels sind schlecht, doch es gibt Hotels, die unbehelligt mit Sternen werben, die sie gar nicht haben. Und so einige, die nicht die Voraussetzungen für die Sterne erfüllen, aber dennoch klassifiziert sind. Wie das sein kann, will ich vom DEHOGA Hamburg wissen. Doch ein Interview wird hier kurzfristig abgesagt. Schriftlich heißt es: Die Klassifizierung erfolge nur, wenn die Kriterien dafür objektiv erfüllt seien. Hotels, die unrechtmäßig mit Sternen werben, würden abgemahnt, sofern sie dem DEHOGA bekannt würden. Für unseren Experten unverständlich. Wenn ich das System aufrechterhalten will, wenn ich hinter meinem eigenen System stehe, dann kontrolliere ich auch, dann prüfe ich das auch, dann mache ich auch mal Stichproben, damit mein eigenes System nicht kaputt gemacht wird. Doch warum wird das Sternesystem vom DEHOGA so unzureichend kontrolliert? Das will mir dieser Insider verraten. Auch er möchte nicht erkannt werden. Der Mann ist ein ausgewiesener Hotellerie-Experte, ist in zahlreichen Branchenverbänden aktiv und kennt den DEHOGA und seine internen Strukturen besser. ...30% der überprüften Hotels. In Berlin sind es immerhin noch 10%. Doch was sind die Gründe dafür? Geht es nur ums Geld? Schließlich kosten die Klassifizierungen je nach Hotelgröße und Bundesland bis zu 2.000 Euro.
Und auch DEHOGA-Mitglieder müssen dafür extra zahlen. Wir wollen bei einigen der von uns ermittelten Sternesünder nachfragen. Einer der Blender, dieses Hotel, das Gäste unübersehbar mit 4 Sternen lockt. Falschen Sternen. Wie viele Sterne hat Ihr Haus? 4 Sterne hat unser Haus. Ja, Sie haben die auch hier auf Ihrer Jacke. Sind das offizielle Sterne? Ja, steht irgendwo. Wo denn? Der Mitarbeiter will uns die Plakette zeigen, wird allerdings nicht fündig. Er ruft seinen Chef an. Wo steht das? 4 Sterne Standard. Und wo steht das? Fragen Sie mal nach der DEHOGA-Plakette. Aber wie heißt das? DEHOGA-Plakette. DEHOGA-Plakette. Haben wir sowas? Haben wir nicht. Ich klinke mich in das Gespräch ein. Doch der Hotelmanager will mir nicht sagen, warum er mit falschen Sternen wirbt. Nachdem wir hier waren, heißt es schriftlich: Sterne-Sünder, die wir entdeckt haben. Wie viele Sterne hat denn das Hotel? Das ist schon 4 Sterne. Sie wissen schon, die Plakette gilt bis 2012. Okay. Und was haben wir jetzt für ein Jahr? 2016. Seit über 3,5 Jahren lässt der DEHOGA also zu, dass dieses Hotel Gäste mit abgelaufenen Sternen anlockt. Auf unsere Anfrage, wie das sein kann, bekommen wir von dem Verband keine Antwort. Unser letztes Ziel. Dieses Hotel, das mit 3 frei erfundenen Sternen wirbt. Das ist doch Ihre Werbung, ne? So. Genau. Genau. Und hier sehe ich 3 Sterne, oder? Ja. Gut, aber Sie haben gar keine 3 Sterne. Doch. Nein, wo denn? Nur in Ihrem Logo. Wo haben Sie denn 3 Sterne von der DEHOGA bekommen? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Also ich kann es Ihnen sagen. Das heißt, die DEHOGA vergibt die Sterne? Die Inhaberin gibt sich ahnungslos, obwohl man hier Mitglied im DEHOGA ist. Wie lange haben Sie das Haus? Seit 36 Jahren. Also Sie sind 36 Jahre lang DEHOGA-Mitglied, werben mit 3 Sternen. Aber Sie waren noch nie zertifiziert, klassifiziert von der DEHOGA. Und nie hat sich von der DEHOGA irgendjemand mal bei Ihnen gemeldet und gesagt, ja, wollen Sie nicht mal offiziell? Hat sich bei mir keiner gemeldet. Klingt geradezu unglaublich. Und auch sie selbst hätte sich nie um eine Klassifizierung bemüht, weil sie gedacht habe, man dürfe mit eigenen Sternen werben. Darf man nicht, rechtlich gesehen.
Hoga übermittelt, sondern oft von Konkurrenten oder Gästen. Wird seitens der DEHOGA genügend unternommen? Sind die Landesverbände bissig genug? Es gibt Landesverbände, die kümmern sich um das Thema sehr rege. Und es gibt Landesverbände, bei denen ist das Thema zurückhaltend ausgedrückt wohl nicht so ganz so hoch aufgehängt. Doch kann ein derart schlecht kontrolliertes und manipulationsanfälliges System den Gästen überhaupt verlässliche Entscheidungshilfen bieten? Das will ich von dem Brancheninsider wissen, den ich deshalb erneut treffe. Die DEHOGA-Sterne, sagt er, könne man aus Gästesicht komplett vergessen. Die haben doch überhaupt keine Aussagekraft. Es fehlt an der Vergleichbarkeit innerhalb der verschiedenen Sternekategorien. Sie können beispielsweise ein topmodernes Haus mit 4 Sternen haben oder eine Uraltbude mit einer 30 Jahre alten Einrichtung. Das Sternesystem mache deshalb eigentlich nur noch für die Hotels Sinn. Und das auch nur aus einem einzigen Grund. Die Sterne sind lediglich noch ein Marketinginstrument für die Hoteliers, weil viele Gäste eben immer noch auf die Klassifizierung schauen. Und wenn sie sich nicht mehr klassifizieren lassen, dann denken die Stammgäste, oh, die haben keine Sterne mehr, die sind schlechter geworden. Nur deshalb machen viele Hoteliers noch mit, die ansonsten sofort aus dem System aussteigen würden. Von dem Insider habe ich erfahren, dass in Dänemark die Gäste und ihre Rechte offenbar mehr im Mittelpunkt stehen. Und dass man dort die Sterneklassifizierungen stärker kontrolliere. Darüber möchte ich mehr erfahren. Dänemark gehört mit Deutschland und 14 weiteren europäischen Ländern zur Vereinigung Hotelstars.eu. Das Ziel: möglichst einheitliche Prüfkriterien. Die Umsetzung des Systems ist in einigen Mitgliedsländern allerdings ein weiterer gravierender Unterschied zu Deutschland. In Dänemark gibt es eine Beschwerdekammer. Die ist Teil unseres Rechtssystems. Und wenn die Kammer sagt, ja, sie haben nicht bekommen, was sie erwarten durften, dann bekommen sie ihr Geld zurück. Und wenn das Hotel aus dem einen oder anderen Grund das Geld nicht zurückzahlt, dann zahlt die Horesta. Doch wie stehen die Hoteliers dazu? Und zu den stärkeren Kontrollen? Das möchte ich hier in diesem Landhotel erfahren, das 3 Sterne hat. Der Inhaber hat bereits zahlreiche Hotels geleitet, auch im europäischen Ausland. Die dänische Geld-Zurück-Garantie findet er, wie viele seiner Kollegen, richtig. Genauso wie die konsequenten und kurzfristigeren Kontrollen. Ich persönlich sehe das als Vorteil, weil man ist immer auf Minimum 100%. Man ist immer auf Trab und ich bin froh, dass ich kontrolliert werde. Weil wenn ein Fremder kommt und sagt, aha, das ist aber nicht gut, ah, das könnte besser sein, finde ich, ist besser, wenn ich kontrolliert werde. Ich sehe das positiv. Und wir sind positiv überrascht von den Unterschieden in der dänischen Umsetzung des Sternesystems. Zurück in Deutschland. Ich bin mit einem Verantwortlichen des DEHOGA-Bundesverbandes verabredet. Ob man uns hier Rede und Antwort steht? Markus Lute ist auf Bundesebene zuständig für die Hotel.
System. Das ist erkennbar nicht die DNA der Hotelklassifizierung. Ich glaube Ihnen das. Ich glaube aber nicht, dass alle Ihre Landesverbände das wirklich konsequent umsetzen und vor Ort dann auch so leben und praktizieren. Wie können Sie denn da sicherstellen, dass der Gast sich auf die Sterne verlassen kann? Wir haben jetzt seit Januar auch die rechtlichen Möglichkeiten. Ich kann jemanden androhen bei permanentem Nichterfüllen, Nicht-Einhalten der Kriterien, dass man ihm auch das Recht zum Klassifizieren entzieht. Einen Personalmangel sieht er nicht. Doch wie steht es mit den vielen frei erfundenen oder lange abgelaufenen Sternen, mit denen trotzdem geworben wird? Wo wir einen Hinweis bekommen, muss nachgegangen werden. Das Schild darf dort nicht hängen bleiben. Forschen Sie auch selber eigenständig nach, indem Sie mal gucken im Internet auf den jeweiligen Seiten der Hotels, ob die mit Sternen werben, die Sie vielleicht gar nicht von Ihnen bekommen haben? Ein systematisches Durchflöhen des Internets, ob irgendwo Sterne mit Hotels in Verbindung stehen und prüfen, ob diese offiziell klassifiziert sind, ist einfach schlichtweg von der Aufgabenstellung unmöglich. Tatsächlich? Ich erkläre ihm, dass wir problemlos 1000 Hotels aus 10 Großstädten überprüft haben, die auf ihren Internetseiten mit Sternen werben. Was glauben Sie? Wie viele Hotels werben mit falschen Sternen? Ja, 50 vielleicht. Von den 1000. Nein, prozentual einfach. 50 wären 5%. Exakt. 25%. Das ist eine definitiv zu hohe Zahl. Das verlangt, dass wir nachjustieren. Ich bedanke mich für den Hinweis. Das hätte ich so nicht wahrgenommen. Dann nehmen wir das mal als Tipp mit und werden es systematisch angehen. Mit diesem Versprechen im Gepäck treffen wir unseren Experten wieder. Sein Resümee in Sachen DEHOGA-Hotelklassifizierungen ist eindeutig. Dieses System ist nicht konsequent, insofern macht dieses System in der jetzigen Form überhaupt keinen Sinn. Es müsse deshalb dringend überarbeitet werden. Denn die jetzigen Kriterien seien viel zu schwammig, der Ermessensspielraum der Prüfer zu groß und die Kontrollen, wenn sie denn überhaupt stattfinden, viel zu lasch. Bis das DEHOGA-System möglicherweise verbessert werde, seien deshalb Bewertungen auf Internetportalen die bessere Wahl. Ich sollte als Gast in verschiedenen Buchungsportalen gleichzeitig gucken und schauen, wie